Für den Posten des Kommissars für Bildung, Kultur, Jugend und Bürgerschaft wurde Herr Navracsics, ehemaliger Außen- und Handelsminister Ungarns, vorgeschlagen. Seine Anhörung im Parlament hat für mich sehr deutlich gemacht, dass er für das Amt des Kommissars für Kultur und Bildung ungeeignet ist. Weder hat er fachliche Kompetenz bewiesen, das wichtige Thema Kultur und Bildung in Europa voranzubringen, noch steht er glaubwürdig für Menschenrechte und europäische Werte ein. Zudem war Navracsics als Justizminister der stark rechtsgerichteten Orbán-Regierung einer der Hauptverantwortlichen für mehrere demokratiefeindliche Maßnahmen. Dazu zählen zum Beispiel die Entmachtung der Verfassungsrichter, die Gesetze zur Einschränkung der Medienfreiheit oder die zunehmende Kontrolle der Justiz durch die Politik. Auch ich habe als Europaabgeordneter die Anhörung genutzt, um Herrn Navracsics eine Frage zu stellen. Ich wollte wissen, wie wichtig ist es ihm, in Bildung zu investieren, um Demokratie und Zivilgesellschaft zu stärken. Das sind zwei Faktoren, die maßgeblich die politische Urteilskraft von Bürgerinnen und Bürgern stärken und somit ganz entscheidend, essentiell für ein demokratisches und soziales Europa sind. Ich zähle dazu insbesondere auch das Überwinden von Feindbildern, was gerade in Europa gerade verbreitet ist, und die Anerkennung des anderen und vermeintlich Fremden, ohne dass die Demokratie in Europa kein stabiles Fundament hat. Leider hat Herr Navracsics meine Frage nur sehr ausweichend und äußerst unzureichend beantwortet. Daher ist er mir und dem Großteil der Abgeordneten während der gesamten Anhörung einen Nachweis seiner fachlichen Kompetenz und seines persönlichen Einsatzes, seines persönlichen Engagements für Bildung, Kultur, Jugend und Bürgerschaft letztlich schuldig geblieben. Er kommt deshalb als Kommissar für Kultur und Bildung nicht in Frage. Das war übrigens auch die Mehrheitsauffassung des Ausschusses für Kultur und Bildung. Das haben wir mehrheitlich beschlossen und wir erwarten, dass Herr Juncker dies auch entsprechend berücksichtigt.